Ups, das ist aber etwas ziemlich schief gegangen. Eigentlich wollten Ben Affleck, 49, Jennifer Lopez, 52, und Sohnemann Samuel bei einer Luxusautovermietung in Los Angeles nur mal ein bisschen gucken, bis es plötzlich zum Schreckmoment kam. Denn irgendwie schafft's der erst 10-jährige Sohn von Ben, hinters Steuer eines ziemlich teuren gelben Lamborghinis zu klettern. Und irgendwie gelingt es ihm dann auch noch, die Bremse zu lösen und den Rückwärtsgang einzulegen, denn plötzlich macht's Bumm, und der Lambo kracht in einen dahinter parkenden PKW. Da hat Samuel Garner Affleck noch einmal Glück gehabt. Oje, ob Samuel da mit einem Sorry, Papa, davon kommt? Schließlich hätte bei diesem Auffahrcrash viel kaputt gehen können. Zum Glück ging es glimpflich aus, wie ein Sprecher des Autoverleihs 777 Exotics gegenüber dem US-Portal TMZ bestätigt. Offenbar hat der gelbe Flitzer den BMW nur leicht touchiert. Niemand wurde verletzt, weder Mensch noch Maschine. Einen ordentlichen Schrecken hat Samuel aber bestimmt trotzdem verpasst. Der war nämlich hektisch aus dem Wagen hüpfen zu sehen, um zu inspizieren, wie viel Mist er gebaut hatte. Wie gut, dass sein Papa Ben Affleck heißt, und den Lambo zumindest finanziell sicherlich locker hätte ersetzen können. LSC